Ob Sie es glauben oder nicht, aber es hat heute Morgen im Schwarzwald geschneit. Und das bedeutet, dass der Herbst und Winter unwiderruflich da ist. Und wir haben etwas für Sie, was Sie diese schwere Zeit aus dem warmen Sommer heraus gut überbrücken lässt, bis man dann an seine richtige Winterkleidung herangeht. Und ich freue mich schon, dass Ann-Kathrin und ich jetzt mal in Sachen Mode unterwegs bin. Und zwar geht es um einen sogenannten Softshell-Jacke für Herren. Obwohl wir es auch eine Dame angezogen haben. Ja. Das ist, weil ich habe mir erzählen lassen, das Ganze wäre auch unisex-mäßig. Und das musst du mir jetzt mal erklären. Also ich habe die Jacke bereits auch zu Hause, weil es ist ja jetzt momentan so eine nasskalte Jahreszeit. Hier unten schneit es noch nicht. Aber wie gesagt, in manchen Teilen hat es tatsächlich schon geschneit. Aber das ist immer so diese Übergangszeit. Geht es Ihnen nicht auch so? Man weiß immer nicht, was ziehe ich jetzt an? Dicke Winterjacke? Noch nicht. Aber jetzt so ein dünnes Sommerjäckchen ist auch wieder zu kalt. Und da kommen unsere Softshell-Jacken zum Einsatz. Ich liebe diese Jacken. Die halten wirklich einiges stand. Und auch unser lieber Kai hat sie bereits schon getestet. Da lag auch tatsächlich schon Schnee. Und das kann man ja hier so machen. Jetzt liegt hier zwar Schnee, aber er hat eine dickere Jacke drunter gezogen. Wenn es jetzt im Frühjahr ist, könnte ich was Dünneres drunter ziehen. Also das ist wie so Zwiebellook, könnte man hier fast schon sagen. Ne? Ja. Also und so ein Softshell-Jacke, Entschuldigung, dass ich dich so ins Wort gefallen bin. Das darfst du. Mache ich, aber ich vermeide es halt meistens. Aber wenn man so ein Softshell-Jacke anhat, man ist so herrlich beweglich da drin. Es ist eigentlich kein so ein Panzer, den man anhat, sondern es ist soft, steht ja schon, sanft, zart, beweglich. Und vor allen Dingen, was sehr, sehr wichtig ist, gerade jetzt, wenn man mit dem Hund rausgeht, wenn man noch mal mit einem Stück Fahrrad fahren will oder wenn man noch einen Spaziergang machen möchte, man will sich vor dem Wind schützen. Genau. Ja, und weil du gerade den Spaziergang auch ansprichst oder zum Beispiel auch mal Gassi gehen mit dem Hund, ja, da ist es draußen nass und kalt und auch ein bisschen schmuddelig. Hier haben wir ein ganz tolles Material, das lässt sich super leicht auch abwaschen. Also selbst wenn jetzt der Hund einmal anspringen sollte, macht überhaupt nichts. Dafür sorgt diese hochmoderne Kunstfaser. Und ich würde sagen, überhaupt mal zum Material, das ist hier ganz interessant, steht auch hier nochmal drin. Wir haben hier drei Schichten. Eine sogenannte Außenschicht, das ist die, die für uns sichtbar ist. Ja. Dann eine Membranschicht und eine Innenschicht, also ein dreilagiges Gewebe. Und das sorgt dafür, dass es bei jedem Wetter angenehm warm und vor allen Dingen trocken hält. Ja, es ist natürlich jetzt so, wenn es gerade mal regnet, dann will man natürlich nicht bis auf die Unterwäsche nass sein. Das sollte natürlich auch noch standhalten und dafür sorgt die Jacke, jetzt mache ich sie mal hier auf, weil da hat man diese angenehme Vließschicht. Das ist ja, hat schon wirklich was fast von so einem Teddybär. Richtig angenehm und kuschelig weich. Tja, und das alles ist dann Wind- und wasserdicht, und in der Textilbranche gibt es da so verschiedene Ausdrücke, um etwas zu unterstreichen oder zu beweisen, wie wasserdicht und winddicht so etwas ist. Und das heißt dann eine Wasserdichte von einer Wassersäule mit 5000 Millimeter. Ja. Das bedeutet, man macht eine Wassersäule von 5000 Millimeter und der Druck dann auf diesen Stoff hält das Ganze dann auch noch ab. Und das ist das Ganze, was natürlich gerade die Ann-Kathrin gesagt hat. Die Jacke ist auch wärmeregulierend. Mhm. Und das bedeutet einen atmungsaktiven Binnenstoff. Und diese wiederum hat 1000 Millimeter Wasserdruck. Das bedeutet, dass auch zu viel Feuchtigkeit am Körper, Schweiß etc. Ja. nach außen transportiert wird. Immer die Feuchtigkeit vom Körper weg. Das heißt, Feuchtigkeit kann nicht eindringen, aber trotzdem kann mein Körper Feuchtigkeit noch abgeben. Und das ist ja das ganz Interessante hier zum Beispiel als Radfahrer. Ne? Da kommt man auch mal ins Schwitzen und dann ist es natürlich wichtig, dass man nicht in seiner eigenen Brühe steht, sondern dass es natürlich auch nach draußen wieder abgegeben kann. Ich finde, weil wir gerade auch das mit diesem Wasser gesehen haben, es hat draußen geregnet, hat so ein bisschen was von einem Lotusblüteneffekt. Und das können wir ja auch gerne mal live im Studio zeigen, wie wasserdicht das Ganze ist. Und deswegen, ich mache jetzt mal hier zu. Jetzt kippen wir hier einfach mal Wasser drüber. Also einfach so? Einfach auf eine Stelle hier, genau, ein bisschen Wasser geben. So. Und jetzt können wir hier schön sehen, wenn man, es ist ein Wassertropfen. Ja? Kann man das hier gut sehen? Ja, es perlt einfach hier. Das ist ja klasse. Moment, noch kann man es in der, ja, jetzt sieht man hier schön diesen Tropfen, der hier jetzt so langsam
hin und her, ja, so, einfach hin und her, dieser Tropfen, der perlt einfach hier so ab. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch mal die Innenseite anschauen, ob die da was von abbekommen hat. Ist natürlich wirklich. Soll ich das Wasser jetzt runterkippen oder soll ich es wieder im Glas? Einfach runter, ne? Da sind wir doch nicht so. So, also jetzt fassen wir hier drüber. Ja. Wahnsinn, oder? Das ist trocken. Es ist absolut trocken. Einfach und mal hier war ja der Reißverschluss. Ist ja ganz gefährlich. Jetzt gucken wir mal rein. Guck mal, alles trocken. Es ist kein bisschen nass. Alles super trocken. Das ist natürlich klasse. Der ultimative Beweis hier, also es ist wirklich nichts. Es ist absolut trocken und du warst jetzt nicht gerade sparsam mit dem Wasser, ne? Nein, nein, wenn schon, dann richtig, weil in Holland kennen wir uns ja unheimlich aus mit Wind und Wasser. Stimmt. Und da werden solche Jacken natürlich auch gerne genommen, obwohl ich gar noch nicht weiß, ob wir schon Kunden aus Holland haben. Ich weiß, dass wir sehr viele Kunden aus Frankreich und Schweiz und Österreich haben, aber mit Holland weiß ich noch nicht, aber vielleicht, man weiß es ja nicht. Genau. Diese Jacke hier hat einen dreilagigen Geschichte. Das bedeutet eine Membranschicht, eine Außenschicht und die Innenschicht. Also die Membran ist dann in der Mitte der drei Lagen. Ja. Und das ist ein Stückchen Hightech in der Textilbranche. Schon. Und vor allen Dingen Hightech, die auch noch bezahlbar ist. Das ist natürlich so, wenn du jetzt in ein Fachgeschäft gehst, da kosten die um die Hunderte von Euro. Ja, 200, 300, da kann man so viel Geld ausgeben für eine richtige Softshelljacke. Und wir reden hier von unter 50 Euro. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also ich gebe diese Jacke schon mal gar nicht mehr aus der Hand. Wie gesagt, ich besitze sie auch wenn es eine Männerjacke ist. Aber unserer Lady steht es auch ausgesprochen gut. Es ist natürlich auch so, bei mir überwiegt natürlich auch der Faktor Styling. Und sie sieht wunderschön aus. Also wirklich, hier fehlt es an nichts. Sie sieht super schick aus. Auch hier mit diesen roten abgesetzten Nähten. Das macht es natürlich noch mal umso schöner. Und dann natürlich, sie ist ja auch überall, sie lässt einfach nichts durch. Wir schauen uns mal hier gleich, wenn wir zurück sind, auch die Ärmel an. Könnte man ja theoretisch auch hier mit dem Klettverschluss ein bisschen enger schnüren. Ja, dass natürlich auch kein Wind drankommt, keine Feuchtigkeit. Und was mir als Frau natürlich auch besonders wichtig ist, hier sieht man auch nochmal schön diese roten Nähte abgesetzt. Super Qualität, super Verarbeitung. Dass ich auch einiges an Verstaumöglichkeiten habe, wo ich mein Handy hintue, mein Lipgloss und alles Mögliche. Und ich meine, die hat hier richtig viele Taschen, wo ich auch sage, da kann ich mal gut was verstauen, ne? Tja, die Ann-Kathrin behauptet zwar, dass sie unheimlich Wert auf Styling legt, aber ich glaube, sie legt viel mehr Wert drauf für Anti-Freezing, weil bei Ann-Kathrin ist es hier im Studio jetzt gefühlte 20 Grad kälter, als was ich empfinde. Allerdings. Und diese Jacke, wenn man den anhat und der liegt schön an, der ist anschmiegsam und dann kommt eben dieser Wind und dieser peitschende Regen dazu, da bleibt man trocken und warm. Man fängt aber nicht an, in die Jacke zu schwitzen, sollte es etwas wärmer werden. Es ist übrigens sowieso ein Kleidungsstück für alle Tage. Weil absolut. Es einfach definitiv also eine Jacke ist, die auch kaum Platz braucht, wenn man ihn mal mitnehmen möchte im Rucksack. Man rollt ihn ganz klein auf und dann nimmt man ihn im Rucksack mit. Es gibt diese Jacke natürlich in den unterschiedlichsten Größen. Genau. Und für jede Größe gibt es eine eigene Bestellnummer. Wir fangen nun mal an in der Größe S. Es ist die 83 45 569. Dann haben wir die Größe M, die Medium mit der NC 8346 und der 569. Die Größe L, ja. NC 8347, 569. Und dann die Größe XL mit der NC 8348 und der 569. Ja, und dann kommen wir so langsam in meine Richtung, die Größe XXL, NC 8349, 569. Diese Größe sind bei uns vorrätig, die können Sie bei uns bestellen. Ja. Also zwischen S und XXL haben wir alles. Rufen Sie an und sagen Sie unser Call Agent, wie Sie es gerne hätten, in welche Größe Sie Ihre Jacke brauchen. Was machst du jetzt wieder? Ich drehe mich um, schaue mir noch gerade diesen Bestellnummern an und was hast du jetzt schon wieder angezogen? Ich habe mich einfach mal umgezogen. Ich dachte auch, komm, ich ziehe mir jetzt mal eine schöne Weste an, da mir ja hier so kalt ist. Das ist eine richtig geniale Weste. Und wissen Sie, warum die was für mich ist? Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ich friere ständig. Tja, und das hier,
das ist meine Klimaanlage für unterwegs. Das heißt, die kann mich sogar noch wärmen. Also das kann man sich vorstellen wie eine Sitzheizung in einem Auto. So ist das hier die Jacke für unterwegs mit einer eingebauten Heizung. Also sowas ist schon mal eine Nummer. Haben Sie sowas schon mal gehört? Ist genial, mit einem eigenen Heizelement im Rücken. Ich finde das, oder? Wirklich toll. Also das ist wirklich was, wo ich sage, das ist doch mal Innovation hoch 10. Das ist die neueste Infrarot-Technologie mit einer sogenannten Carbonfaser. Und die verteilt dann die Wärme komplett über meinen Rücken. Ich habe sie getestet. Hier ist ja jetzt leider noch kein Schnee. Mhm. Aber ich war mal auf dem Feldberg. Und da zeige ich Ihnen mal, wie das Ganze funktioniert. Film ab, bitteschön. Ja, da bin ich. Und du siehst auch im Hintergrund, es hat ordentlich geschneit. Guck mal, da ist jetzt das Heizelement. Ja. Das hat man einfach nur in der Jackentasche. Können wir auch gleich nochmal zeigen. Und dann schalte ich das ein und schon ist es mummelig, wohlig, warm. Toll, oder? Ja, vor allem, ich finde das genial. Geht. Also, wenn man so eine Jacke anhat und man fängt an zu frieren, dann ist es ganz, ganz schwer, wieder warm zu werden. Oh ja. Wenn man aber schon spürt von, oh, jetzt wird es aber eine Idee kälter, dann kann man sofort dieses Gerät einschalten und mit dieser kleinen Heizspirale, die hier im Rückenbereich liegt, man spürt sie ganz dünn. Nicht. Also ich spüre sie gerade nicht, ich habe sie auch an, super angenehm. Und jetzt kommt hier noch der absolute Clou. Man kann sie beidseitig tragen. Also entweder du hast die Fließseite von innen. Ja. Ja, oder aber auch außen. Das ist wie eine Wendejacke. Muss man nicht ständig waschen, einfach wenden. Auch gut, ne? Ich finde das hervorragend. Also, er lässt sich auch so tragen. Ja, kannst du auch so tragen, ja. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein bisschen wärmer draußen ist und man nicht unbedingt den Vlies auf der Haut haben möchte, dann kann man natürlich auch die Fließseite nach außen tragen. Also das ist schon was richtig Tolles. Ich finde das eine ganz große Erfindung. Das ist natürlich... auch wenn man sich überlegt, für alle Sportler gedacht. Es gibt Leute, die spielen im Winter Golf. Und da müssen Sie sich vorstellen, man läuft vom 12. zum 13. Loch und es pfeift der Wind, es ist kalt. Und dann kommen Sie am Abschlag und stecken Ihren Tee im Boden rein, legen den Ball drauf, suchen sich Ihr 7er oder 8er Eisen, was auch immer. Ich bin ja kein Golfer, aber ich habe es schon oft im Fernsehen gesehen. Und dann haben Sie diese unterkühlten Muskulatur am Rücken. Ja, ja. Und dann heben Sie Ihren Schläger an und dann heißt es, zack, bumm, ich mache dann einen Abschlag und dann hat es einem aber auch gerissen. Mit dieser Jacke bleibt die Rückenmuskulatur schön warm und geschmeidig. Und dann ist ein Hole-in-One auch in kalte Jahreszeiten keine Schwierigkeit Absolut. Mehr. Absolut. Ja, und vor allen Dingen ist es so einfach. Das ist jetzt mein Akku, ja, der ist integriert, den bekommen Sie mit nach Hause. Dann ist hier so ein Kabel, das steckte hier in meiner Jackentasche. So, und jetzt schließe ich das Kabel einfach nur noch hiermit an. So, dann drücke ich hier auf diesen roten Knopf, das ist der hier für an. So, und jetzt, passen Sie auf, was ich mache, jetzt verschwindet es einfach nur noch in meiner Jackentasche, super unauffällig. Einfacher geht's nicht. Und dann wärmt es meinen Rücken. Ja, und wenn mir zu warm ist, dann schalte ich wieder aus. Also es ist wirklich sehr einfach auch von der Handhabung. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch ohne diesen Akku, den können Sie abmachen, sogar waschbar. Also nicht, dass Sie denken, das sind jetzt irgendwelche Heizträte, jetzt können Sie es nicht waschen. Auch das ist gar kein Problem. Und ich kann vor allen Dingen auch zwischen verschiedenen Temperaturen wählen. Also ob ich jetzt ganz niedrig möchte, in Anführungsstrichen sind 30 Grad, dann kann ich mittel wählen, das sind 35 Grad und hoch wäre dann sogar bis 40 Grad. Das sind dann schon fast karibische Temperaturen. Ich finde das großartig, was ich hier sehe. Und ich kann, glaube ich, das Heizelement auch rausnehmen, weil man ja das auch waschen kann, die Jacke. Genau. Und man sagt, elektrische Geräte soll man natürlich nicht waschen. Aber hier ist zum Beispiel dieses Heizelement. Und Sie staunen, hier drin sind solche Hochleistungsdrähte drin, die das Ganze warm machen. Warm machen, genau. Und das hier, dieses Pad, das reicht vollkommen, um den gesamten Rücken zu wärmen. Ja. Und das ist das Geniale an dieses hier. Also ich bin fasziniert.
Es ist wirklich toll. Also weil man hier auch wirklich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ich kann es für den Winter tragen unter meiner Kleidung, weil es wärmt mich. Ich kann es natürlich auch im Frühjahr tragen. Können wir gleich auch noch mal zeigen. Dann habe ich die Fließseite einfach nach außen. Es ist sowas von unkompliziert. Sieht auch noch super schön aus. Also das ist auch wirklich was, wo man sagt, da das kann man gerne auch im alltäglichen Gebrauch tragen und erfüllt natürlich voll und ganz seinen Zweck. Das ist ja das Schöne. Ich drehe jetzt mal um, damit Sie auch die andere Seite sehen. Das wäre jetzt die Fließseite. Jetzt habe ich es einfach mal umgedreht. Jetzt ist praktisch das Glatte hier ist jetzt praktisch in. Ja? Ja, und dann ziehe ich die einfach nur noch so an und schon geht es los. Oh, ein Gentleman, vielen Dank. So, und ob ich das jetzt natürlich einfach so trage, wie ich das gerade habe, oder auch gerne unter der Kleidung, das ist ja dann Ihnen überlassen, ne? Ja, ich habe hier übrigens einen Kundenbeitrag, der uns geschrieben hat, die Weste, das ist der Herr A.S. aus Nürnberg. Die Weste ist mittlerweile die dritte, die ich für meine Eisstockfreunde besorgt habe. Hervorragend geeignet, wenn man mehrere Stunden auf dem Eis steht. Der Akku hält gute 4 bis 5 Stunden bei mittlerer Heizleistung. Und aus Berlin hat uns L.M. geschrieben, diese Weste bekommt man sonst nirgends. Sie ist im Winter im kalten Auto eine echte Bereicherung, aber auch in der wechselhaften Herbstzeit ein guter Begleiter und sogar aus Wien hervorragende Erleichterung und Hilfe für Menschen, die leicht unter Kälte leiden, also verfroren sind. Hab ich geschrieben. Besonders nützlich ist der zweite Akku. Unbedingt mitbestellen. Also denken Sie dran, wenn Sie längere Spaziergänge machen oder länger unterwegs sein, nehmen Sie noch einen extra Akku mit, bestellen Sie das gleich mit, dann haben Sie nicht nur, wie uns der Nürnberger Freund gesagt hat, 4 bis 5, sondern dann 8 bis 10 Stunden eine Heizkörper am Rücken. Fantastische Geschichte. Also diese Jacke bzw. die Weste, da ist wirklich von A bis Z mitgedacht worden. Also ich habe jetzt, weil es ist ja auch eine Wendeweste, ich habe jetzt nicht nur von der einen Seite auch Taschen, sondern natürlich auch, wenn ich es umdrehe, auch hier befinden sich jetzt wieder Taschen an den Seiten. Es ist ja häufig so, dass man, wenn man so eine Weste hat oder eine Jacke, die man wenden kann, dann ist allerdings nur auf der einen Seite auch Taschen. Hier habe ich es wirklich auf beiden. Und also ganz ehrlich, sie sitzt super. Man sieht jetzt nicht, dass da irgendwelche Kabel drin sind oder irgendwas stört. Sie ist richtig gut und bequem. Ja, und das Ganze trägt man dann natürlich unter einen dickeren Jacke oder unter einen Mantel oder Mäntelchen, wenn es sich um Ankathrin geht. Also diese Fließjacke wärmt, hält den Wind auch ab. Es ist auch ein Windstopper in diesem Sinne und vor allen Dingen er heizt. Und es gibt auch hier wieder die verschiedenste Größe, in denen Sie bestellen können. Von der Größe S bis XXL. Bitte schön, ich lasse dir den Vortritt. Deine Größe. Größe S wie Small hat die NC8051 und die 569 für unter 60 Euro. Der Ursprungspreis lag übrigens hier mal bei knapp 140 Euro. Erstaunlich Ersparnis. Tja, und dann Größe M. Hier ist die Bestellnummer, die NC8052569. Dann haben wir die Größe L mit der NC8053 und der 569, auch hier für unter 60 Euro. Und XL, die Größe NC8054569. Und die Größe XXL mit der NC8055 und der 569 für unter 57 Euro. Also nie wieder frieren. Denn Sie haben jetzt ab sofort Ihre private Standheizung immer mit dabei. Also nicht erst nach Hause und sich aufwärmen müssen mit einem heißen Tee. Ist natürlich auch schön, wenn man mal wandert. Ja, also gerade wenn dann draußen, gerade hier, das ist ja eine tolle Landschaft, ne? Und da will man natürlich auch mal laufen im Freien oder wie auch immer. Und wenn man dann warm gehalten wird von so einem tollen Begleiter, dann kann es doch nicht besser laufen. Tja, also die Batterie ist es, dieser Akku, der das Ganze wärm hält. Ich kann halt nur sagen, in meine Größe gibt es sie nicht. Schade. 4XL hat man noch nicht bei Pearl. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mit dir den nächsten Bergspaziergang machen und ich werde selber überprüfen, ob du dann auch die Jacke wirklich anhast. Sehr gut. Also ich habe sie bereits zu Hause und ich gebe sie auch nicht mehr her. Und wenn auch Sie diese Weste haben möchten, dann sollten Sie jetzt ganz schnell ran ans Telefon und die 0180 51 51 und dreimal die 2 wählen. Oder Sie bestellen ganz bequem im Internet unter www.pearl.tv.
Also, viel Spaß.